Es ist Freitag und hier ist das Hamburg 1 Frühcafé und ich freue mich unglaublich, dass er da ist. Er ist Gewinner und das ist sozusagen für ihn Segen und Fluch gleichzeitig. Von Deutschland sucht den Superstar auf RTL. Die fünfte Staffel, 2008 war das Ganze. Thomas Godoy. Guten Morgen, lieber Thomas. Guten Morgen, Arne. Zu früher Stunde. Danke fürs Kommen. Sehr gerne, danke für die Einladung. DSDS müssen wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Zunächst einmal 6 Tage zurück. Am 6. März bist du nämlich ein Jahr älter geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, danke schön, danke schön. Auf diesem Weg möchte ich mich auch eigentlich bei meinen Fans auch bedanken für die tollen Grüße und Nachrichten. Also vielen Dank nochmal. Wie lassen die Nachrichten zukommen? Über deine Website? Läuft das dann online? Ja, genau. Über online, über die ganzen Foren, Thomas Godoy Foren und ja. Wie hast du gefeiert? Groß, klein, ohne Ende gesoffen? Ich hab jetzt großartig keine Einladung verschickt, aber Leute sind gekommen und wir haben was zusammen, was gegessen, was getrunken und so ist das als Star. Die Leute kommen auch, wenn man nicht einlädt, ne? Das ist ja dann. Du hast aber vor allem eben jetzt auch heute als Thema bei uns die aktuelle Single im Gepäck, die erst heute rauskommt, glaube ich, ne? Genau. Uhr ohne Stunden, die werden Sie, liebe Zuschauer, heute Morgen noch 10 bis 15 Minuten live und unplugged hier im Studio erleben dürfen. Wir wollen natürlich erst noch einmal über andere Themen sprechen. Zum Beispiel möchte ich einmal, letzten Sommer 2009 hat stattgefunden die Europameisterschaft der U21-Nationalspieler. Sie haben es in Schweden ja gewonnen, wahnsinnigerweise, mit dabei Jerome Boateng vom HSV. Und du hast in diesem Zusammenhang ja auch eine Rolle gespielt. Ihr habt damals zusammen einen Song aufgenommen, ne? Das ist nicht ganz richtig. Also ich habe halt den Song dort angeboten und das war halt so eine Abmachung. Ich darf halt bei dem Training mal zugucken und die Jungs mal kennenlernen und so und Hallo sagen, ein bisschen Bälle rumschießen. Und die sind dann halt mit ins Studio gekommen in Hannover, in Peppermint Studios. Und dann habe ich denen halt so meinen Bereich gezeigt, wie ich halt arbeite. Aber ist da nicht gemeinsam auch Chor entstanden? Weil nämlich in der Bildzeitung konnte ich lesen, dass genau unser Hamburger Jerome Boateng darauf bestanden hat, wir trainieren zusammen, jetzt singen wir auch mit Thomas zusammen. Irgendwie. Ja, also ich habe es Gott sei Dank geschafft, die Jungs zum Singen zu bringen. Ja. Es war nicht einfach, aber die haben es gemacht und wir hatten echt viel Spaß auf jeden Fall im Studio. Ja. Helden gesucht hieß Helden das gesucht damals. Das, ne? Genau. Und das haben sie dann ja auch geschafft mit dem Gewinnen der Europameisterschaft. Das war großartig. Dein Leben nach 2008, wo du plötzlich auf die Agenda gespült wurdest in Deutschland, du hast gewonnen, Deutschland sucht den Superstar bei RTL mit allem Pipapo. Heute im Rückblick, was war das für ein Erlebnis? Also es war eine, grundsätzlich eine tolle Erfahrung in erster Linie, beziehungsweise auch die Erfahrung mit den Medien. Man ist da so reingeschlüpft, ins kalte Wasser geschmissen worden und man musste halt sich da halt irgendwie über Wasser auch halten. Ja, und ja, ich bin halt reingewachsen in die ganze Geschichte und es hat auch Spaß gemacht, sagen wir mal so. Aber am meisten haben es eigentlich diese Live-Shows an sich gehabt für mich jetzt. Dieses ganze Drumherum mit Stories, ich weiß, mit DSDS ist halt immer so dieses ganze Drumherum. Und das war jetzt auch nicht direkt meins, ja, aber gut. Ich habe es versucht irgendwie zu meistern. Das ist ja bombastisch produziert, diese Live-Shows. Ne? Ist das eigentlich, wenn du dann da singst, bei dir waren es Titel wie Chasing Cars, du warst immer so eher auf der Rockschiene und hast dann darüber dich durchgesetzt gegen den zweitplatzierten Fadi Malouf, der ja übrigens letzte Woche auch hier war. Das wirkt von nach außen unglaublich fett und groß und unglaublich produziert. Wenn du da auf der Bühne stehst im Studio, fühlt sich das dann auch so an? Also es sind ja immer samstags 1200 Leute da. Mhm. Das ist ja natürlich schon ein fettes Publikum auch, ne, die auch gut Krach machen können. Die ganze Atmosphäre so im Studio, das ist schon ein gigantisches Studio, muss ich schon sagen. Das haben die ganze Produktion ist schon, würde ich mal auf gut Deutsch sagen, fett. Ja. Ja. Also das ist alles. Das macht dann auch Spaß. Das macht auch schon Spaß, ja, genau. Und die natürlich auch mit der Band. Also das war, ist eine Hammer-Band einfach, eine Hammer-Live-Band, die da auch spielt. Und das macht wahnsinnig Spaß mit denen. Das Ganze ist knapp 2 Jahre her. Du hast seitdem Echo gewonnen und Platin-Plattenauszeichnung und Gold und 150.000 Mal die Single verkauft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das muss man jetzt erstmal wieder so schaffen. Ne? Ich meine, man hat ja diesen medialen Druck dahinter. Und dann nach 2 Jahren fragt man sich, wo sind denn ja die Leute eigentlich? ist das so, ja? Ja, natürlich. Also jetzt das beginnt ist ja, die Arbeit. Wie du schon ganz am Anfang auch gesagt hast, es ist einerseits ein Segen und einerseits auch ein Fluch. Natürlich auch durch diesen Stempel, den man so auf der Stirn hat, wie das halt so betituliert wird. Natürlich ist es halt ein bisschen schwierig, aus dieser Sache da halt irgendwie ein bisschen rauszukommen. Aber mein Weg ist, ich bin ja so ein Live-Künstler und versuche natürlich sehr viel live zu spielen. Und wir gehen ja auch demnächst jetzt auch wieder auf Tour.
ab dem 19. April durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Und demnächst sind wir auch hier in der Umgebung in Bremen. Ja. Wir waren ja auch auf den letzten Touren, das ist jetzt auch meine vierte Tour. Wir waren auf den letzten Touren auch in Hamburg im Docks und das war auch immer eine bombastische Stimmung. Mhm. Hamburger sind einfach Hammer. Yeah, ja, das wollten wir doch hören, dann können wir auch Schluss machen. Nein. Ich möchte noch ganz kurz auf das wirklich wichtige Thema im Leben zu sprechen kommen. Du bist ja auch Vater geworden, einer kleinen Tochter, im Januar 2009 letzten Jahres. Hat sich denn seitdem dann für dich etwas relativiert mit der Rockstar-Karriere? Oder geht es nach wie vor? Das geht nach wie vor halt so. Also ich, ja, geht meine beides, kleine ja? Tochter ist da und es macht mir auch wahnsinnig Spaß. Und auch mit auf Tour und so, dann mit der Mutter? Nein, auf Tour ist sie natürlich jetzt nicht mit. Ist ja nur ein bisschen kleiner, also das geht nicht. die war aber, wir haben irgendwie Festivals gespielt in der Umgebung von Recklinghausen, also da, wo ich herkomme. Und da war sie auch mit beim Soundcheck. Aber da hat man schon gemerkt, dass das schon zu laut war für sie. Also diese ganze Action, die ganzen Leute drumherum. Das kann man halt kleinen Kindern nicht antun. Heute wird sie ausgekoppelt, die Single, Uhr ohne Stunden. Wir werden sie gleich hören, Uhr ohne Stunden. Was erwartet uns da? Es ist ein Gedicht über die Zeit. Ich wollte halt einfach mal eine ganz andere Seite von mir präsentieren. Die erste Single war ja nicht allein. Es war mehr so eine Partystimmung, Lebensfreude. Und ohne Stunden, das ist halt eher so ein Song. Er ist halt ein Gedicht über die Zeit und den wollte ich halt mal, ein bisschen erzählen, so was eigentlich wichtig ist im Leben, mitunter. Da sind wir sehr gespannt ein musikalisches Gedicht über die Zeit von Thomas Godoy. In etwa 10 Minuten, da geht es dann nämlich hier mit Live-Musik zur Sache. Vielen Dank für den Moment, du kannst dich gleich noch weiter warm machen, stimmlich. Und wir machen hier jetzt kurz nochmal den Nachrichtenüberblick.